4-0 gewonnen. Wie wichtig war das für euch, endlich mal wieder überhaupt 4 Tore zu schießen? Wichtiger ist, glaube ich, dass die Null wieder steht. Also wir sind immer in der Lage, Tore zu schießen. Letztes Spiel hat es nicht geklappt, aber die Null hinten steht. Und wie gesagt, ich glaube, 2 oder 3 Standardtore irgendwie durch Eckball, Freistoß, Einwurf. Also ja, wir haben die Standards trainiert unter der Woche und ja, ist schön zu sehen, dass auf dem Platz das auch klappt. Ja, zwischendurch, gut, man hat auch kurz vor der Pause, kurz nach der Pause 1-2 Szenen gehabt, aber ihr habt es ja eigentlich gut im Griff gehabt. Habt ihr das so euch vorgestellt, weil ihr unter der Woche ja noch einen starken Spiel gegen Aachen gemacht? Natürlich, also wie gesagt, die, wie schon gesagt, die haben unter der Woche gewonnen, aber ja, die hatten halt auch 90 Minuten in den Knochen und ich glaube, wenn du dann nach dem Eckball 1-0 Rückstand gehst, dann in die Halbzeit rein, das ist dann schon, ja, schwierig, dann zurückzukommen. Aber wie gesagt, wir haben wieder brutal verteidigt, brutale Wege gemacht, dass das ein oder andere Mal ja, eine Chance passiert. Das ist, das wird immer so sein. Aber wie gesagt, heute war brutale Mannschaftsleistung und 4-0 hört sich jetzt nicht so schlecht an. Fabian, heute 4-0 gegen einen Ex-Verein, was Besonderes für dich? Ja, sehr. Also Siege sind immer was Besonderes, wenn es dann 4-0 ist. Aber ich hätte mich, glaube ja, auch über jeden anderen Gegner gefreut, gegen den wir gewonnen hätten. Es gab ja zuletzt wenig Tore für Preußen, aber auch wenig Gegentore. Heute ist der Knoten geplatzt. Wie wichtig war das jetzt? Ja, zunächst mal bin ich auch froh, dass hinten trotzdem die Null gestanden ist, auch wenn wir einige Tore gemacht haben. Aber ja, ich denke, wir haben uns einfach auch besser durchgesetzt. Das frühe Gegentor kam uns natürlich sehr entgegen. Dann können wir natürlich auch ja, hinten gut stehen und auch ja, mit unserer Konterqualität auch gut nach vorne spielen. Da sind wir nämlich gefährlich und ja, tat einfach richtig gut. Kubi hat gerade schon gesagt, ihr habt Standards trainiert. Was habt ihr da genau gemacht? Schauen Sie einfach das Tor von Ole an, dann wissen Sie Bescheid. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, denn ja, wir wollen ja in den nächsten Wochen auch noch ein paar Standardtore schießen. Okay, mach das. Danke. Merkst schon, du bist richtig glücklich. Mehr über den Sieg oder auch, dass du einfach mal wieder getroffen hast? Mehr über den Sieg, aber ich bin auch sehr glücklich, dass ich getroffen habe, weil wir jetzt, glaube ich, schon sehr lange hatte ich irgendwie gar keine Möglichkeit, auch irgendwie ein Kopfballtor zu machen. Bin irgendwie gar nicht hingekommen, weiß auch nicht, woran es lag. Und jetzt hat es auf allen Ebenen irgendwie diesmal geklappt. Ja, du bist nicht angeschossen worden, sondern das war schon gut einstudiert. Ja, das war tatsächlich eine Variante, dass wir quasi aus der Tiefe kommen und hat ganz gut funktioniert. Insgesamt heute glücklich natürlich, dass man früh in Führung geht. Hat das der Mannschaft die Sicherheit gegeben? Ja, das tut einfach gut. Ne? Also ich habe es gerade schon gesagt, dass man einfach irgendwie auch nicht mehr drüber nachdenkt, wie viele Spiele haben wir jetzt kein Tor geschossen, sondern es war einfach das Ding mal reingedrückt haben und ja, dann platzt der Knoten irgendwie. Ne? Obwohl er hinten auf Viererkette umgestellt hat, zu Beginn der Rückrunde Fünferkette, hinten steht aber die Null fast immer jetzt diese Saison, diese Rückrunde dieses Jahr, ja, woran liegt's? Ich weiß nicht, also ich glaube, klar, in einigen Situationen auch mal das Glück dabei gehabt, aber insgesamt stehen wir, glaube ich, relativ stabil. Liegt aber jetzt nicht unbedingt an Vierer- oder Dreierkette. Ich glaube, die ganze Mannschaft arbeitet immer sehr gut gegen Ball. Auch heute wieder sehr viele unbequeme Wege gerade vorne gegangen, sodass sie irgendwie keine guten Bälle auch reinspielen konnten und ja, dann kommt das zustande. Und wenn Mann da durchkommt, ist Max im Tor. Und dann haben wir noch einen Schnapper hinten drin, tatsächlich, ja. Jetzt hast du gerade verlängert, 2 Jahre, ist das klar, war das für dich sowieso klar, dass du weiter bei Preußen bleibst? Ja, hundertprozentig klar war es jetzt nicht, aber ich hatte schon ein sehr gutes Gefühl und hatte dann auch gute Gespräche und dann war es klar. Jetzt willst du dann Psychologiestudien mit verbinden, wie machst du das denn? Ich bin damit eigentlich fertig. Also ich muss jetzt noch die Abschlussarbeit schreiben und dann habe ich das durch. Deswegen. Mit Preußen soll ja jedenfalls gemacht werden. Also. Ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also Sportpsychologie ist ja, sag ich mal, so ein Feld, was jetzt gerade auch ein bisschen im Kommen ist und wo auch viele andere Sportarten schon ein Stück weiter sind. Aber ich glaube, dass es schon eine große Rolle spielt. Ich meine, es gibt viele Mannschaften, die sehr, sehr viel Qualität haben, aber es irgendwie nicht auf den Platz kriegen. Und ja, das ist dann wahrscheinlich auch ein Teil Psychologie. Genull, ich denke mal, ihr seid überglücklich. Ja klar, wir sind sehr zufrieden. 3 Punkte, dazu 4 Tore erzielt. Auch hinten steht die Null. Ja, sind wir sehr zufrieden mit, ja. Ich glaube, jetzt das in diesem Kalenderjahr ist ein Gegentor. Das spricht natürlich auch für die Abwehr, aber auch für den Torwart. Ne? Ja, wenn ihr das sagt, dann wird das so sein. Ja, aber ich glaube insgesamt, wir arbeiten gut gegen den Ball, haben da auch oder haben uns das in der Winterpause auch als Ziel gesetzt, wieder besser zu verteidigen, weil wir ja doch zum Ende der Hinrunde viele Gegentore kassiert haben, viele einfache Gegentore kassiert haben und sind wir sehr froh, dass uns das so gut gelingt momentan.
Ist das genau wie Ole Kittner, 2 Jahre nochmal verlängert? War das für dich klar, bei Preußen zu bleiben als, ja, als Münsteraner fast? Ja, also ich sag mal, ich fühle mich natürlich hier im Verein und in der Stadt sehr, sehr wohl. Von daher, sage ich mal, gibt es einfach wenig andere Optionen, die realistisch sind und in Frage kommen. Und von daher war es dann, weil ich wirklich sehr gute Gespräche gehabt habe, hier für mich sehr schnell klar, dann, dass ich den Vertrag hier 2 Jahre verlängere. Jetzt also heute gewonnen 4-0, jetzt zuletzt auch gut hinten gestanden. Ja, was ist noch der Ausblick für die neue Saison? Doch nochmal vielleicht auch nach Platz 4 schielen oder erstmal absichern nach hinten? Ja, also ich glaube, klar haben wir da natürlich auch irgendwie Ziele, oder wäre es natürlich auch schön, für den gesamten Verein da nochmal an Platz 4 anzuklopfen. Aber ich glaube, wir tun gut daran, einfach jedes Spiel anzunehmen und da die 3 Punkte zu holen oder als Ziel zu setzen, die 3 Punkte zu holen. Damit fahren wir, glaube ich, ganz gut. Lukas Greto, heute 4-0 gewonnen, du hast 2 Tore gemacht. Ich denke mal, ja, du bist überglücklich, ne? Auf jeden Fall, vor allen Dingen, dass wir 4-0 gewonnen haben. Haben uns endlich mal belohnt für ja, ein gutes Fußballspiel von uns. Und ja, bin sehr, sehr glücklich darüber. Wie war das für dich persönlich, als das 2-0 gefallen ist, dein erstes Tor hier im Preußenstadion? Ja, was fällt da von einem ab? Ja, was heißt abfallen? Ich glaube, das war gar nicht so verkehrt zu dem Zeitpunkt auch, weil Aalen halt uns das Leben ziemlich schwer gemacht hat in der Situation. Und ja, dann kam das Tor ganz gelegen und ja, habe ich mich natürlich gefreut. Du hast letztes Mal mal gespielt, dann warst du wieder draußen, dann warst du auf der Bank. Wie schwer ist das dann, sich immer reinzufinden? Ja, ist natürlich nicht leicht. Ich glaube, jeder, der mal gekickt hat, der weiß, wie wichtig Rhythmus ist und im Rhythmus zu bleiben. Aber wie gesagt, wir haben eine gute Mannschaft, jeder hat das Recht zu spielen und am Ende entscheidet der Trainer. Aber wie gesagt, wenn ich auf dem Platz stehe, versuche ich der Mannschaft zu helfen und ich denke, heute ist mir das ganz gut gelungen. Jetzt hast du 2 Tore heute gemacht, jetzt insgesamt glaube ich 4 diese Saison. Ja, wenn du triffst, hat schließt Preußen 4 Tore. Ist das Zufall? Kann von mir aus so weitergehen. Also ich hätte nichts dagegen. Ja, okay. Jetzt geht's weiter nächste Woche in Cottbus. Ich denke mal, jetzt bist du natürlich erstmal drin in der Mannschaft. Auch in Duisburg hast du schon eine gute Leistung gebracht oder wie siehst du das? Ja, also wie gesagt, die Aufstellung macht der Trainer. Aber ja, wie gesagt, wir haben jetzt ein wichtiges Auswärtsspiel in Cottbus, dann eine englische Woche. Es wird nicht leicht, aber ich denke, wir sind ganz gut vorbereitet. Und ja, jetzt ist erstmal wichtig zu regenerieren, ein bisschen runterzufahren und dann geht es wieder Richtung Cottbus. Du kommst aus Köln, ist das das Karneval für dich jetzt? Wie gesagt, natürlich bin ich da als Kölner ein bisschen... Ja, weiß ich Bescheid, was da jetzt im Moment in Köln so los ist, aber wir haben jetzt wichtige Wochen vor uns und deshalb müssen wir ein bisschen schauen, dass wir da auch uns gut regenerieren. Ja, natürlich. Wir haben uns im Vorfeld sehr viel vorgenommen für dieses Spiel. Wir wussten, nach dem 4-1-Sieg gegen Unteraching kommt schon mit einer breiten Brust hierhin. Sind Schlusslicht in der Tabelle und wollen einfach hier einen Dreier holen. Für uns war es ein richtungsweisendes Spiel und sind einfach froh, dass wir jetzt 4-mal getroffen haben und 3 hier behalten konnten. Das hast du gleich das erste Tor nach ein paar Minuten gemacht. Ja, das war, glaube ich, auch schon ein bisschen so ein Brustlöser. Ja, natürlich. Also ich denke mal, das hat der Mannschaft gut getan, das hat mir persönlich gut getan, ne? Auch den Fans gut getan, dass wir mit 1-0 in Führung gehen und nicht irgendwie wieder so ein 0-0-Spiel, wo du viel investierst und dann wenig zurückbekommst. Das war schon gut so. Und wir sind natürlich, wie gesagt, einfach glücklich, dass wir dann 4 Tore gemacht haben. Ja, ihr habt viele Chancen auch rausgespielt, auch schon in der ersten Halbzeit, aber Aalen ist, glaube ich, gerade nach der Pause gut rausgekommen. Hätte das Spiel kippen können. Da war dann glücklich, dass dann direkt das 2-0 fehlte. Ist vielleicht vorher das zweite Tor zu machen vor der Pause schon? Ja, ich hatte vor der Pause eine gute Möglichkeit, wo jemand, glaube ich, auf der Linie klärt. Coeto hatte eine gute Möglichkeit, der Lattentreffer. Und ja, wenn du da natürlich mit einer 2-0-Führung in die Pause gehst, natürlich überragend. So wussten wir natürlich in der Halbzeitpause, Aalen wird aufmachen und werden gleich nochmal ein Feuerwerk abbrennen lassen. Und das ist dann auch passiert. Ich glaube, 10 Minuten richtig hoher Druck von Aalen. Ja, und dieses Tor von Coeto kam natürlich dann zum perfekten Zeitpunkt. Jetzt habt ihr heute auch Tore nach Standards gemacht. Kobi hat schon gesagt, ihr habt das trainiert. War auch bei deinem Tor so, das wirkte so, dass du mal ganz allein im Strafraum standst? Doch, das war einstudiert. Trainer hatte vorher gesagt, pass auf, versuch jemanden wegzublocken. Und dann drehst du dich einfach um und wenn was runterfällt, fällt was runter. Und ein sehr schönes Tor. Marco, heute 4-0, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, verdienter Sieg? Ja, können wir, glaube ich, schon so sagen. Also wir, glaube ich, kommen gut in die Partie rein mit dem 1-0. Das tat uns natürlich mal richtig gut, dass wir mal früh ein Tor machen, dass wir dann nicht immer so hinterherjagen.
ja, dann viele Sachen aufgegangen, die wir uns einfach vorgestellt haben. Von der Eröffnung ein bisschen her anders gespielt, diesmal mit einer flachen 4, Sandrino Braun als Absicherung noch für die Konter bei Ballverlust. Haben sie gut gemacht. Ja, hatten viel Struktur drin, viel Ballbesitz, aber diesmal mit Sinn und Verstand. Ja, das frühe Tor, war das dann vielleicht auch einfach mal so wichtig, dass man mal früh in Führung gegangen ist, was so in den letzten Spielen gefehlt hat, vielleicht auch das Torglück? Ja, gut, das kannst du dir ja selber vorstellen, wenn du dann mal einzeln führst. Und wir wissen halt, wenn wir führen, dass es gegen uns extrem schwierig ist, wieder in die Partie zurückzukommen, weil der Gegner dann halt mitspielt. Und dann haben wir halt einfach auch die Spieler dafür mit Tempo, die dann viel Zug auch zum Tor haben. Und ja, das ist dann eine gute Situation für uns gewesen. Wie sehr freut das man Trainer, wenn dann auch aus Standards Tore fallen, was man wahrscheinlich auch alles schön einstudiert hat? Ja, also es freut mich insgesamt, dass wir heute über Standardsituationen auch Tore gemacht haben und dass wir uns einfach mal für alles wieder belohnt haben. Haben in Uerdingen schon eine gute Leistung gebracht und ja, den Punkt, den haben wir heute nochmal kurz vergoldet. Lukas Goethe müsste mal ein kleines Lob heute aussprechen, 2 Tore gemacht. Hat er heute das gebracht, was du eigentlich von ihm schon sehen wolltest? Naja, wenn man ihn im Training beobachtet, bringt er einfach viele Sachen mit, die einen guten Fußballer ausmachen. Und wir haben mit ihm darüber gesprochen, über die Situation, dass er sich das jetzt einfach mal über gute Trainingsleistungen auch wieder erarbeitet hat. Und dann ist es dann halt so ein bisschen eine Wundertüte. Und ein Spieler muss dann vielleicht mal die Situation auch nutzen, dass er spielt. Und das hat er jetzt gemacht. Jetzt habt ihr kurz nach der Pause, war allen sehr im Druck, vielleicht auch ein, zwei Mal ein bisschen Glück gehabt. Ja, aber trotzdem war das dann auch die richtige Antwort. Das war 0 oder, weil dann hat allen ja doch ein bisschen nachgelassen. Ja, klar. Solche Druckphasen hast du, glaube ich, immer im Spiel, dass das einmal alles so reibungslos geht. Da sind wir, glaube ich, auch nicht die Mannschaft für, weil wir uns ja auch nicht brutal hinten reinstellen, sondern wir versuchen ja trotzdem weiter mitzuspielen. Und ja, dann musst du einen guten Torwart hinten haben. Wir hatten eine gute Restverteidigung heute und ja, dementsprechend, klar, auch die eine oder andere Chance zugelassen, aber der Max ist halt auch ein sicherer Rückhalt. Ja, wie du sagst, hinten gut gestanden, Torwart, alles weggehalten dann. Jetzt schon wieder die 0 hinten, das ist natürlich sehr positiv. Heute endlich mal die Tore gemacht. Ja, woran lag das jetzt hinten? Also in diesem Kalender ja relativ wenig Gegentore, vor allem war ja nur 1 bisher. Ja, also verschiedene Dinge. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Kontersicherung über unsere Restverteidigung. Da stehen wir sehr, 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 sehr gut. Sandrino Braun, der extra abgestellt war für Seester, für die Umschaltmomente von Aalen, das sofort unterbunden hat. Wir schalten super von Offensive auf Defensive um. Da geht keiner frühzeitig mehr raus. Wir verschaffen uns unheimlich viel Zeit dadurch. Und dementsprechend ist es, glaube ich, dann für den Gegner auch schwierig, gegen uns Tore zu erzielen. Jetzt heute 4-0 gewonnen. Das ist, ich glaube, 38 Punkte habt ihr jetzt. Ja, was ist jetzt noch das Ziel? Ich meine, du sagst auch mal, man guckt von Spiel zu Spiel, aber trotzdem noch vielleicht doch nochmal an Platz 4 zu kommen oder ist das einfach zu weit weg? Ja, wir hatten die Zielsetzung jetzt für die letzten 2 Spiele 6 Punkte zu holen. Haben in Uerdingen ein bisschen was liegen lassen, waren aber so wie die Leistung war, dann doch damit zufrieden. Ja, wir sprechen uns jetzt mit den Jungs, wie wir weitermachen, wie wir mit der englischen Woche umgehen. Das sind 3 intensive, schwierige Spiele und da müssen wir gucken, was wir da rausholen.